Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal G8N. Heute will ich euch zeigen, wie ihr so richtig große Batterien bauen könnt. Nicht, dass die letzte, die wir gebaut hätten, klein gewesen wäre. Nein, die hatte ja auch schon 3,6 Kilowattstunden Speicherleistung. Aber die Batterien, die ich euch heute zeigen möchte, haben 7, 14, 30 oder gar 60 Kilowattstunden. Also seid gespannt, bleibt dran und los geht's. Alle in diesem Video gezeigten Schaltpläne etc. habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bitte seid so nett, wenn ihr das weitergeben möchtet, dann verlinkt dieses Video und nicht die Schaltpläne direkt. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Ich habe dieses Video wieder mit Kapitelmarken versehen, das heißt, ihr könnt zu dem Punkt springen, der euch interessiert, und euch das anschauen. An alle, die das erste Mal heute auf unserem Kanal sind, ich habe euch hier oben ein paar Videos verlinkt, denn das ist Teil 4 einer Serie über den Batteriebau und ich glaube, das wäre gut, wenn ihr euch die anderen Videos anschaut. An alle, die schon öfters unseren Kanal eingeschaltet haben, wissen, dass mir Arbeitsschutz sehr wichtig ist. Ich habe wieder Werkzeug bestellt und ich muss sagen, die Qualität ist echt super. Ich habe das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bestellt euch das Werkzeug. Es geht weniger darum, dass ihr keine Gewicht kriegt, als vielmehr, dass wenn euch das Werkzeug aus der Hand rutscht und auf die Batteriepole fällt, dass ihr keinen Kurzschluss erzeugt. Das ist super wichtig. Zieht euch Handschuhe an oder Ringe ab, Uhren ab. Und wichtig, auch eine Schutzbrille aufsetzen. Wenn ihr die größeren Speichersysteme baut, die ich euch in diesem Video zeigen werde, also sogenannte 48-Volt-Systeme, seid dort bitte besonders vorsichtig. Diese Systeme würde ich auch nur mit Handschuhen bauen, denn die Batterien können Spannungen bis zu 60 Volt haben. Das ist definitiv gefährlich. Und ich möchte wirklich nicht erfahren, dass jemand dadurch, dass er eine Batterie gebaut hat, zu Schaden gekommen ist. Deswegen nehmt dieses Thema nicht zu leicht, achtet drauf, baut alles in Ruhe, lasst euch nicht ablenken und deckt auch immer alle Batteriepole, an denen ihr gerade nicht arbeitet, ab. Es ist schneller passiert, wie ihr denkt, dass euch ein Werkzeug oder ähnliches aus der Hand rutscht und so ein Kurzschluss ist definitiv keinen Spaß. Bitte, bitte achtet darauf. Ich habe dieses Video bereits mehrfach gedreht. Ich hatte hier auf meinem kleinen Tisch schon Batterien mit über 80 Kilo stehen und wollte euch das daran zeigen. Leider war das gefilmte Material mir nicht eindeutig genug. Deswegen werden die Videos heute eine bisschen andere Form haben. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Und damit steigen wir direkt ein. Diesen Schaltplan sollten alle von euch kennen. Das ist die Batterie, die wir das letzte Mal gebaut haben. Eine sogenannte 4S-Batterie. Das heißt, es werden 4 Zellen in Serie geschaltet. Diese Batterie ist für 12-Volt-Systeme gedacht. Wenn wir jetzt den Balancer entfernen und uns nur die Zellen anschauen, können wir erkennen, wie die 4 Zellen in Serie geschaltet werden. Fügen wir nun 4 weitere Zellen dazu, haben wir ein sogenanntes 8S-System. Also eine Batterie für 24-Volt-Systeme. Hier sind jetzt 8 Zellen in Serie geschaltet. Bitte beachtet auch, dass wir dafür ein sogenanntes 8S BMS brauchen, damit alle Zellen entsprechend überwacht werden können. Dieses 8S-System hätte eine Speicherkapazität von 7,9 Kilowattstunden. Das Spiel können wir natürlich weiterführen. Dann gibt es als nächstes sogenannte 12S-Systeme, also Systeme, die für eine Nennspannung von 36 Volt gedacht sind. Dies wird aber hauptsächlich bei E-Bikes eingesetzt. Der nächste Sprung ist ein sogenanntes 16S-System, das heißt 16 Zellen in Serie. Diese 16S-Systeme sind Systeme für eine Nennspannung von 48 Volt. Die Batterien selber können aber Spannungen zwischen 40 bis 60 Volt haben. Diese Batterie hätte bei der Verwendung von 310 Amperestunden Zellen dann schon eine Speicherleistung von 15,8 Kilowattstunden.
Und für alle, die mal wissen wollen, wie so ein 16S-System aussieht, ich mache euch mal einen Screenshot von meinem System. Das ist ungefähr seit einem Monat in Betrieb. Und da könnt ihr auch sehr schön sehen, wie gut die Zellen laufen. Und tatsächlich habe ich noch nicht gesehen, dass das DALI BMS hätte balancen müssen. Die Zellen sind wirklich ganz dicht beieinander. Jetzt wisst ihr, wie ihr Batterien mit höheren Kapazitäten bauen könnt. Doch diese Variante hat einen Nachteil. Denn wir mussten bei der Kapazitätserhöhung auch die Spannung erhöhen. Für jemanden, der ein Expeditionsmobil ausbaut und sowieso schon eine Bordspannung von 24 Volt hat, für den ist das kein Problem. Der kann sich gleich ein 24 Volt System bauen. Wer einen Solarspeicher für sein Haus braucht, der ist mit 48 Volt auch sehr gut bedient. Doch was ist, wenn ich im Wohnmobil ein 12 Volt Netz habe und eine höhere Kapazität brauche? Das zeige ich euch jetzt. Wir nehmen als Grundlage wieder unser normales 4S-System. Zur Vereinfachung entfernen wir wieder den Balancer. Wir entfernen die seriellen Zellverbinder. Dann fügen wir eine weitere Zelle hinzu. Diese beiden Zellen verbinden wir nun parallel. Das ist also so, als wenn wir eine Zelle mit doppelter Kapazität hätten. Das kann ich nun insgesamt mit 8 Zellen machen. Dann haben wir ein sogenanntes 2P4S-System gebaut. Also wir haben jeweils 2 Zellen parallel geschaltet und von diesen jeweils 2 Parallelzellen dann wieder 4 Stück in Serie. Jetzt haben wir eine Batterie mit 12 Volt und 620 Amperestunden Leistung. Diese Batterie kann natürlich auch anders angeordnet werden, je nachdem, wie das der Einbauort benötigt und was man braucht. Diese Varianten gehen natürlich auch mit einem 3P4S oder 4P4S System. Dann werden eben nicht nur 2 Zellen parallel jeweils geschaltet, sondern 3 oder 4. Bei einem 4P4S System bin ich schon bei einer Leistung von 1240 Amperestunden, da wir hier 16 Zellen verwandt haben. Also eine Gesamtkapazität von über 15 Kilowattstunden. Dies ist natürlich auch möglich auf der Basis eines 8S-Systems oder eines 16S-Systems. Und so kann ich mir zum Beispiel ein 48-Volt-System bauen für meine Solaranlage im Haus, um den Strom zwischenzuspeichern, was rund 30 Kilowattstunden Speicher hat, unter der Verwendung von 32 Zellen. Benutze ich 64 Zellen, habe ich schon eine Speicherkapazität von 60 Kilowattstunden. Und damit können wir auf jeden Fall schon einige Elektroautos neidisch machen. Wenn ich solche großen Systeme baue, dann mache ich mir auch die Mühe und markiere meine Zellverbindung mit Grün und Blau und mache mir vorher eine Zeichnung, dass ich genau weiß, was wohin kommt. Denn gerade bei solchen Parallel- und Seriellschaltungen passiert es doch recht einfach, dass man sich vertut. Deswegen achte darauf. Wenn wir jetzt diese großen Batteriezellen parallel schalten, kommt sehr schnell die Frage nach einem aktiven Balancer. Bis vor einem halben Jahr hätte ich immer noch gesagt, ihr braucht unbedingt aktive Balancer bei diesen riesen Batteriekapazitäten. Die Erfahrung inzwischen zeigt aber, dass die aktuellen Zellen so gut sind und so gleich sind, dass es da keine Probleme gibt. Man muss auch ganz klar sagen, dass wenn man Batteriezellen hat, die eben schon 280 oder 310 Amperestunden an Kapazität haben, und ich benutze diese, dann ist die Gesamtbelastung des Systems ja viel geringer, als wenn ich nur 100 Ampere Zellen habe. Das führt natürlich dazu, dass für die Zellen selber die Belastung wesentlich geringer ist und somit auch die Wahrscheinlichkeit des Zellentrifts. Ich habe mir für meine Batterien, die ich gebaut habe, immer noch die aktiven Balancer mitbestellt. Ich habe sie hier liegen, ich habe sie nicht verbaut, aber ich könnte sie jederzeit an das System stecken, wenn es notwendig ist. Aktuell muss ich tatsächlich sagen, konnte ich bis dahin
das noch nicht feststellen, dass man das braucht. Wenn man sich so eine große Batterie baut, machen diese 10 oder 15 Euro bei einem 4S bzw. bei einem 16S sind es, glaube ich, um die 50 Euro, was das aktive Balancing-Modul kostet. Nun, es graut auch nicht mehr fett. Wenn die Batterie wirklich Probleme macht, dann kann ich es ja jederzeit einbauen. Bei dem Bau der großen Batterien sind die mitgelieferten Balancer-Kabel viel zu kurz. Die müsst ihr verlängern. Wenn ihr das tut, bitte achtet darauf, dass ihr Kabelquerschnitte nehmt, die dicker sind wie die originalen und dass alle Kabel gleich lang sind, damit ihr überall dieselben Widerstände habt. Ansonsten kann das BMS auch nicht sauber arbeiten. Es gibt natürlich weitere Möglichkeiten, die Kapazität meiner Batterie zu erhöhen. Zum Beispiel durch die Parallelschaltung von Batterien. Also zum Beispiel mehrere Batterien, also sogenannte 4S-Systeme, wie ich sie am Anfang gezeigt habe, halt parallel zu schalten. Aber Achtung, hier gibt es auch einiges zu beachten. Also nehmen wir mal unser 4S-System, bauen ein Gehäuse ringsrum, damit das Ganze etwas einfacher wird. Dann nehmen wir 3 Stück dieser Batterien und schalten die parallel. Klingt soweit erstmal einfach. Doch Achtung, bei dieser Art der Parallelschaltung kommt es dazu, dass die Batterie, die am nächsten am Verbraucher ist, überlastet wird. Das heißt, sie bekommt mehr Ladeströme und sie wird beim Entladen mehr entladen. Hingegen die am weitesten entfernte Batterie bekommt den wenigsten Ladestrom und wird am wenigsten entladen. Nun könnte man natürlich sagen, okay, benutze ich dicke Kabel, fällt das alles nicht auf. Problem hier ist einfach der geringe Innenwiderstand. Um das Problem etwas abzuschwächen, gäbe es die Möglichkeit, die Batterien diagonal zu vertragen oder über einen zentralen Punkt zu schalten, dann müssen aber alle Batteriekabel identisch lang sein. Nun liegt die Vermutung nahe zu sagen, dann baue ich mir lieber 2 Batterien, schließe die parallel, dann habe ich eine, wenn die andere ausfällt. Die Praxis bestätigt leider was anderes. Das Problem ist, dass wenn eine Batterie ausfällt, das oft erst dann passiert, wenn die Batterie bereits an der Maximallast läuft. Und oft, wenn diese eine Batterie ausfällt, fällt ebenfalls die zweite aus. Deswegen würde ich hier ganz klar die Parallelschaltung von Zellen bevorzugen gegenüber dem Bau verschiedener Batterien. Diesen Bau der verschiedenen Batterien würde ich lediglich dann anwenden, wenn es sich bei dem Einbauort nicht anders realisieren lässt. Bei dem In-Serie-Schalten der Batterien kommt noch erschwerend hinzu, dass hier die Batterien sogar mit unterschiedlichen Spannungen geladen werden. Auch hier ist wieder der Grund der geringe Innenwiderstand, so dass wir bei der In-Serie-Schalten der Batterieblöcke auf jeden Fall einen sogenannten Batteriebalancer brauchen, der die Mittelspannung abgreift und die beiden Batterien abgleicht. Bei einem 24-Volt-System brauche ich nur einen Batteriebalancer. Hingegen, wenn ich ein 48-Volt bauen möchte mit 12-Volt-Batterien, dann bräuchte ich schon 3 Batteriebalancer, denn ich muss jeweils immer die Mittelspannungen abgreifen und damit die Blöcke ausgleichen. Für alle, die in das Thema Parallel- und Seriellschaltung von Batterien oder Verkabelung von Wechselrichtern und so weiter etwas tiefer einsteigen wollen, ich habe unten in der Videobeschreibung ein kostenloses E-Book der Firma Victron Energy verlinkt, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann und was wirklich super ist. Außerdem ist inzwischen die Vago-Paste angekommen, die empfohlen worden ist. Die wird in solchen Tuben geliefert. Die werden wir bei der nächsten Batterie dann testen und werde ich das ausprobieren. Bin leider bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Von der Produktbeschreibung her ist es genau das, was wir brauchen. Ein Mittel zur Verhinderung von Oxidation an Kontaktflächen. Mit diesem Mittel ist es sogar zulässig, Kupferkabel und Alukabel in Vago-Klemmen zu klemmen, direkt zu klemmen. Und jeder, der mit Strom oder Elektrik zu tun hat, weiß, dass das eigentlich total verboten ist und dass sich das innerhalb kürzester Zeit die Kabel oxidieren und kaputt gehen. Außerdem habe ich einen kleinen Online-Shop ausfindig gemacht. Das ist die Firma Notnagel Marine, habe ich unten auch verlinkt, die tatsächlich No-Alox im Angebot haben bzw. anbieten.
Ich möchte mich bei der Gelegenheit nochmal bei allen Abonnenten, bei allen, die unsere Videos geliked haben und natürlich bei allen, die mir eine Spende überwiesen haben, sehr herzlich bedanken. Ich habe diesmal das Geld nicht im Bier umgesetzt oder im Kaffee, sondern ich habe meine Butterbrot-Papier-Studio-Beleuchtung ausgetauscht gegen eine etwas bessere. Ich hoffe, ihr habt es in den Videos schon gesehen und gemerkt, dass sich das lohnt. Da ist sie. Also vielen Dank auch dafür. Ich investiere, damit die Videos besser werden. Zu Batterien habe ich, denke ich, fast alles erklärt. Falls nicht, dann ab damit in die Kommentare und sagt mir, was ihr noch wissen wollt. Außerdem habe ich mir überlegt, eine kleine Umfrage zu erstellen und ihr dürft entscheiden, was als nächstes auf diesen Kanal kommt. Falls euer Wunsch nicht mit in der Liste ist, dann dürft ihr gerne kommentieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Mal. Und ich bin gespannt, was bei der Umfrage herauskommt.